Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich mit euch einfach ein bisschen quatschen. Es geht um so Sachen wie, warum meine Videos jetzt auf Deutsch kommen. Und bevor wir mit dem Video starten, ich würde mich total freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und wenn ihr auf den Button mit dieser Glocke drückt, dann bekommt ihr Notifizierungen, wenn ich neue Videos online stelle. Würde mich natürlich total freuen, wenn ihr das macht. Solltet ihr irgendwelche Anmerkungen haben, ich würde mich total freuen, wenn ihr einfach was in die Kommentarbox reinschreibt. Danke! Warum sind meine Videos jetzt auf Deutsch? Ist eigentlich ganz einfach. Also ich kann prinzipiell schon Englisch. Also ich muss auch in meiner Firma Englisch sprechen. Ich bin ja Softwareentwicklerin und Technikerin. Da ist es üblich, dass man auf Englisch schreibt, liest, spricht. Also grundsätzlich habe ich da kein Problem damit. Ich habe allerdings ein Riesenproblem erstens einmal mit dem Sitzen vor der Kamera. Wie ihr wahrscheinlich merkt, ist das für mich noch relatives Neuland und naja, es ist so ein bisschen ungewohnt. Also man merkt, dass ich nervös bin und ja, ich muss meine Videos so ungefähr gefühlt 1000 Mal aufnehmen, damit sie funktionieren. Und dazu kommt natürlich, dass mein englisches Vokabular in Sachen Beauty, also ich verstehe alles, wenn ich mir irgendwelche amerikanischen Videos und so anschaue, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das Ding ist allerdings, ich kann diese Vokabeln nicht alle aus dem FF. Das merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn man meine Videos anschaut, dass ich in den gewissen Situationen dann einfach das Vokabular nicht habe und dann einfach nicht spontan irgendwas Cooles sagen kann, sondern immer wieder dasselbe Wort verwende. Und ich denke einfach, dass deswegen die Videos so auf die Dauer so ein bisschen öde sind und nicht unbedingt motivieren, dass man sie anschaut. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich bin neu mit der Kamera, ich bin neu mit diesem ganzen Equipment, Sachen, Hintergründe, sonstigen, vor der Kamera sitzen, reden, freisprechen und diesem ganzen Beauty-Zeugs. Jetzt habe ich mir gedacht, naja, vielleicht doch nicht alles auf einmal, also ich werde mich bemühen, dass ich immer einen englischen Untertitel mit anfüge, sofern die Zeit dafür reicht, weil ja, ich habe feststellen müssen, also dieses Untertitel erstellen kostet ja tierisch viel Zeit. Ja, also ich werde mich bemühen, dass ich das mache. Und ansonsten hoffe ich, dass ich trotzdem Leute erreiche, auch wenn ich nur Deutsch spreche. Ich hoffe auch, dass ihr mich versteht, also ich versuche schön auch Hochdeutsch zu sprechen. Ich bin ja aus Österreich, also ich habe einen sehr starken den vielleicht nicht unbedingt jeder versteht. Ja, wie ihr sehen könnt, also in meinem Hintergrund, ich habe einen neuen Hintergrund. Ich probiere da gerade so ein bisschen rum mit den Hintergründen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentarbox reinschreiben, was ihr von dem Hintergrund hält. Ob euch gefällt, ob euch nicht gefällt, ob ihr da irgendwelche Tipps habt, wo man coole Hintergründe herbekommt. Ich habe mir schon einen gekauft, der war relativ billig, der war totaler Schrott eigentlich, also das ist ein total steifer Stoff und macht irrsinnig viel Falten und stinkt furchtbar nach Chemie. Also grundsätzlich kann man den natürlich bügeln und alles mögliche, aber was mich eigentlich gestört hat, war, dass der Druck so unscharf war. Ja, also das würdet sogar ihr, obwohl ich jetzt quasi nur mit meinem iPhone filme, würdet ihr das sehen, dass der total unscharf gedruckt ist. Den Hintergrund, den ihr in den letzten Videos gesehen habt, den nehme ich eigentlich, also das war mein erster, den ich überhaupt gekauft habe und der war eigentlich ganz gut. Also er ist ganz gut, er ist ja noch in Verwendung. Ich habe mir nur gedacht, für dieses Video nehme ich mal den neuen und schau mal, wie das funktioniert, wie das aussieht. Ich habe ja auch so ein bisschen das Problem, dass ich, naja, ich habe pinke Haare und nicht jeder Hintergrund passt zu meiner Haarfarbe. Also manche schlagen sich da ganz furchtbar. Und dann sehe ich irgendwie ganz komisch aus. Das sieht dann irgendwie schräg aus. Ja, ich habe mir auch ein Mikrofon gekauft. Ich hatte vorher schon ein Mikrofon, ein externes. Es tut mir leid, dass mir die Tränen rinnen.
Das kann ich zum Beispiel auch nicht gut auf Englisch erklären. Ich habe einen verstopften Tränenkanal. Und zwar hier auf der linken Seite. Bin ich krank oder irgendwas? Mein Tränenkanal war verstopft, als ich als Baby auf die Welt kam und das hat sich nicht reguliert und da ist was drin gesteckt. Und naja, im Laufe der Jahre hat sich das da mehr oder weniger eingewachsen. Und ich habe da schon ein paar Mal mit Augenärzten geredet, aber das Ding ist, ich müsste da eine Operation machen und ich habe da, ich glaube, schon mit 4 Augenärzten geredet. Die haben dann alle grundsätzlich davon geraten. Ups, Entschuldigung. Ja, deswegen habe ich es auch nicht gemacht bisher. Ja, deswegen fällt euch vielleicht auch in den diversen Videos auf dieser Seite meistens mein Make-up ja so ein bisschen weggeht, dass man sieht hier, dass ich schon ein paar Mal die Tränen trocknen musste. Die laufen so, weiß ich nicht, so im Minutentakt runter. Nein, so alle 3 Minuten oder so. Ja, mir fällt es gar nicht ab. Ist angeboren. Ja, wo war ich eigentlich? Ja, ich habe mein Mikrofon gekauft. Ich habe vorher so eine Bluetooth-Box gehabt. Mit quasi auch ein externes Mikro, aber eben über Bluetooth. Und irgendwie war ich dann nicht wahnsinnig zufrieden. Also ich war irrsinnig leise auf den diversen Videos. Musste immer die Lautstärke total hochdrehen in meinem Bildbearbeitungsprogramm und habe mir gedacht, ja, kaufst du dir mal ein ordentliches Mikro. Ich habe mir jetzt da so ein, wie heißt das? Jetzt muss ich es kurz angreifen, könnte ruschen. Es heißt Rode VideoMic, glaube ich. Ja, ich probiere das halt jetzt aus. Ich hoffe, ihr versteht mich alle. Ich werde es nachher auf dem Bild bearbeiten. Ich denke, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich möchte euch nochmal erinnern, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt sie bitte in die Kommentarbox rein und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, in diesem Sinne, also ich wünsche euch alles Gute und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!